Moin Leute und willkommen zurück zu Sons of the Forest. Wir haben ja einige Tage nichts voneinander gehört, also ich war ein bisschen krank. Ja, also ich hoffe, dass ich mich nicht so kratzig anhöre, weil Hals ist immer noch ein bisschen rau, aber naja. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Stimmt, wir hatten hier die Höhle gelootet und wir hatten meiner Meinung nach noch eine Höhle auf den Zetteln, die wir noch eigentlich looten mussten. Also auf jeden Fall war ich der Meinung. Weil ich gehe nochmal rein und hole nochmal das Loot, was wieder gespawnt ist. Also ich war der Meinung, dass wir noch eine Höhle hatten. Wollte ja nochmal die Aufnahmen durchgehen, habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht geschafft. Also ich war gesundheitlich verhindert. aber das werde ich die Tage mal machen. Und ich würde sagen, dass wir heute Folgendes machen. Wir holen erstmal das Navi raus. So. Und zwar, wir haben ja noch die Höhle, die ihr da oben, ja, im nördlichen Bereich des Displays seht. Die können wir noch looten. Und in dieser Bucht. Ne, da in dieser Bucht, da haben wir ja noch Boote. Und wir haben ja in den einen Bunker, da haben wir eine Notiz gefunden, die uns dahin lotsen wollte. Ne? Da stand irgendwas drin, ne, dass da welche gestrandet sind und dass man sich das mal angucken soll. Und ich denke, dass dort mittlerweile ja noch mehr Loot zu holen ist, beziehungsweise irgendetwas Spezielles. Ne, und, oh, das ist eine tolle Begrüßung. Ich würde sagen, weil ich habe hier keinen Bock auf Stress, wir hauen erstmal ab. ja, nee, und dann gehen wir in Richtung der Boote. Ich würde sagen, das ist unsere erste Station, die wir hier machen. Ah, guck mal hier die Spuren. Da sehen wir. Aha. Hier haben die angefangen zu spawnen. Ach nee, ah, die Spuren gehen weg. Okay, dann vielleicht auch nicht. Ja, nee, aber ich denke, das ist eine gute Idee, dass wir zuerst zu den Booten gehen und dann eventuell in die Höhle. Ich sage auch nur eventuell in die Höhle, weil ich glaube nicht, dass da noch was ist, weil da haben wir ja schon so ein mysteriöses Teil gefunden. Na und, also ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Ach, die Richtung, okay. Ja, dann gehen wir ein bisschen über die Berge und dann werden wir mit dem Schlitten einmal schön runterrasen. Das sollten wir heute auf jeden Fall schaffen. Also Boote und, ja, Boote und, ja, zur Höhle, das werden wir schaffen. Nicht ganz, ganz sicher bin ich, machen wir das morgen. Na und, ja, also nachdem wir die Höhlen und die Boote abgeschlossen haben, würde ich sagen, machen wir uns auch auf den Weg wieder nach Hause, weil ich möchte mal wieder bauen. Ich hatte es ja schon angekündigt. Na, klar, das Rumlooten und so und alles erforschen und neue Sachen finden ist schon ganz geil. Aber ich möchte wirklich endlich Fortschritte sehen beim Hausboot. Ne, und ja, deswegen werden wir uns spätestens, also allerspätestens, morgen auf den Weg nach Hause machen. Na, und ich habe es ja schon im Community-Tab hier bei YouTube angekündigt. Es wird jetzt doch wieder jeden Tag eine Folge Sons of the Forest geben. Erstens, weil, ja, meiner Meinung nach kommt das leider viel zu kurz. Also ist momentan echt mein Lieblingsspiel. Und ja, dementsprechend möchte ich es natürlich öfter spielen. Ne? Erstens das. Und zweitens, okay, spielt natürlich auch ein bisschen rein, na, was die Klickzahlen angeht. Ne? Also ich merke ja, also Starfield, klar, wird auch geguckt. Aber nicht so oft wie Sons of the Forest. Und deswegen habe ich mir gedacht, also Starfield werde ich definitiv auch nicht einstampfen, weil ich finde das Spiel auch mega geil. Aber dass ich dann wieder 5 Tage die Woche Sons of the Forest mache und dann 3 Tage Starfield, na, das, ja, nicht ganz so viel wie vorher, also keine 10 Folgen die Woche. Na, aber ich glaube, mit 8 Folgen ist man auch ganz gut bedient. Und ja, eventuell kommt denn dann vielleicht noch am Sonntag immer mal in was Special-mäßiges, ne, also was nichts mit Sons of the Forest oder so zu tun hat und, na, ich muss mich gerade konzentrieren hier, nicht, dass ich hier runterrassel. Ja, also irgendwas Special-mäßiges, irgendwas, ein anderes kurzes Short-Projekt oder so, oder, na, mal gucken.
Aber jetzt heißt es erstmal auf den Wald konzentrieren. Oh Gott. Bin ich in der Wand? Nein. Muss ich lang? Ja, okay, ich gehe richtig. Ja, wie ist es euch so ergangen? Hattet ihr ein schönes Wochenende? Okay, frage ich an einem Mittwoch. ja, nein, okay. Hattet ihr einen schönen Wochenstart? Das ist, glaube ich, eine bessere Frage. Na, heute ist er. Was ist denn da oben? Das müssen wir ein bisschen näher angucken. Ach, ich glaube, nur ein Stein. Ja, heute ist ja Wochengipfel. Ne, ist ja der Mittelfinger-Mittwoch. Oder Shitwoch. Wie mein Kind das so gerne sagt. Also Shitwoch klingt ganz gut. Ne? Da hat man die halbe Woche schon hinter sich. Ist schon ausgelaugt und ja, kann sich so langsam aufs Wochenende vorbereiten. Das ist echt nur ein Stein. Ja, so. Jetzt sollten wir aber ziemlich weit runterkommen. Oh ja. Ah, ich dachte, wir kommen noch weiter. Aber ich bin echt gespannt, was wir da... Okay, das können wir ausmachen. Was wir da bei den Booten sehen. Also es sind ja, ich glaube, zwei kleine Yachten. Yachten? Das ist die Mehrzahl von Yachten? Ja, zwei Yachten. Und wenn nicht, dann wird das eben so geändert, damit ich das richtig gesagt habe. Und ich glaube schon, dass da vielleicht das ein oder andere... nützlich sein kann. Also, ich glaube, dass wir da Medizin gefunden haben. Das ist immer gut. Und eine Action-Cam. So, da vorne wäre das, wo wir es leider noch nicht sehen. Na, oh Gott. Ich bin doch so blöd. Ah, aber wir haben zum Glück Medizin. Sehr, sehr geil. Ja, schlafen brauchen wir noch nicht. Ja. Schlitten nutzen wir auch nochmal. Machen wir mal so. Oh. Aber Gollum. So, dann sind wir ja gleich da. Ach. War ja wieder typisch, ne? Das so, jetzt sind wir aber gleich da. So, perfekt. So. Stecken wir den Schwachsinn mal wieder ein hier. Hallo, einstecken. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, der Wasserfall ist neu. Also sieht eigentlich aus wie vorher. Vielleicht haben die ja, ja was vom Loot da drauf geändert. Ein neuer Kochtopf. Okay, den müssen wir vielleicht für immer in der Hand behalten. Okay, aber das ist neu. Dass hier welche drauf sind. Können wir hier irgendwie was machen? Nee. Gucken wir erstmal hier oben. Also ich glaube, da vorne lagen Seide oder sowas. Ach ja, da. Ein Seil, sehr cool. Und dann gehen wir mal rein. Mal gucken. Das war also dämlich mit Pflücken. Big Cornflakes. Wir gehen mal so im Uhrzeigersinn rum, ne?
Zahnpasta, die könnten wir gebrauchen. Rahmnudeln, sehr cool. Ach so, wollte ja im Uhrzeigersinn gehen. Habe ich schon vorgegriffen hier. Na. Der Müllsack, der nervt. Genau. Da haben wir die Medizin. Sehr geil. Ein leckeres Sandwich. Oh. Der hatte einige Messer drin. Ja. Gucken, was steht da nochmal drauf? Okay. Schiffe sind sicher im Hafen, aber das ist nicht das, wofür sie gemacht wurden. Also die ganzen Müllsäcke sind neu, die haben beim letzten Mal nicht so genervt, ne? Oh, Glühbirnen und Draht, mega geil. Noch ein Funkgerät, können wir leider nicht benutzen. Ach, Kiesel, ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Ja, also hier haben wir eigentlich nicht so was gefunden. Den Topf, den nehmen wir einfach mal mit. Ich glaube aber, den werden wir unterwegs verlieren, weil wenn wir hier nichts Cooles finden, werden wir noch zur Höhle gehen. Na und, ich schmeiße ihn jetzt schon weg. Na, also, da muss man mal ein bisschen realistisch sein. Das hätte ich sowieso nicht durchgehalten, den komplett. Na. Schade, dass man so nicht einfach die Leiter hochgehen kann. Hallo. So. So, haben wir hier noch irgendwas Cooles? Nein. Nein. Gucken wir nochmal außen. Wieder Seile. Sehr cool. Sehr nice. Und okay, hier hat jemand den Müll in der Dusche gelagert. Sehr einfallsreich. Ja. Einfallsreich. Klingt gut. Kannst nicht mehr tragen, Actionkameras. Okay. Aber das ist schade, dass ich sie nicht in der Hand haben kann, ne? Sonst, wenn ich die Actioncam, wo haben wir die? Wenn ich die einmal wegschmeiße, weil ich möchte gerne sehen, was da drauf ist. Da. Okay. Nee, das ist nur eine Actionkamera, die man so tragen kann. Schade. Energy, sehr geil. Okay, also der Kranz ist, glaube ich, auch neu. Und hier die generell so diese alten Blumenfetzen auf dem Boden. Das war ja auch im anderen Boot, ne? Klebeband. Das spiegelt aber, das ist ja noch ordentlich ganz schön sauber hier, ne? Okay, also diese Blumenkränze und so sind neu. Also ich denke mal, das haben sie dann halt ja mit der Story verknüpft. Bin ich auch mal gespannt, ob wir da vielleicht später noch was ja dazu entdecken, irgendwie noch ein paar Story-Elemente. Ey, schade. Also ich dachte echt, dass wir hier irgendwie was Neues entdecken. Das ist echt schade. Gucken wir hier nochmal. Aber ich glaube, hier ist sonst nichts weiter. Ja, oder wir machen mal Folgendes. Wir machen mal hier ein kleines Lagerfeuer. Ja, zünden wir auch schon an. Und dann kochen wir nochmal Wasser ab. Und. Ach, da achte, wir haben ja noch ein bisschen drin. Cool. Ah, ganz vergessen.
Ganz vergessen, dass wir das dämliche Wasser nicht abkochen können. Aber klar, ist ja logisch. Salzwasser, ne? Also. Wer hätte es gedacht? Ne, wisst ihr was? Wir machen uns. Spät haben wir es eigentlich jetzt. Ach, 14 Uhr. Nee, ich kann jetzt noch nicht schlafen. Dann hauen wir uns jetzt einen Energy Drink rein und. Damit wir ein bisschen wacher sind, damit wir ein bisschen mehr. Ja. Energie bekommen. Ja, und vielleicht noch einmal ein paar Paracetamol oder Ibos. Und dann sollte es uns gleich wieder besser gehen. Ja, nee, und dann denke ich mal, guck mal auf die Karte. Also ich glaube wirklich nicht, dass das da in der Höhle war. Der Höhle auch. Wir haben, glaube ich, irgendeine Höhle vergessen. Beziehungsweise mir wurde ja gesagt, dass ich in der einen Höhle noch nicht alles gefunden habe. Dementsprechend werde ich in die eine Höhle nochmal reingehen. Das machen wir aber nicht heute, das machen wir aber auch nicht morgen. Das machen wir vielleicht. Na, ich sag mal am Freitag vielleicht oder am Montag. Na, also ich möchte jetzt nur. Ich gehe nicht in die Höhle rein, Leute. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt einmal auf den Weg nach Hause. Vielleicht gehen wir da nochmal an ein paar Punkten lang, wo wir da ein Signal gesendet kriegen. Also so ein paar Bunker abklappern. Na und dann würde ich sagen, bauen wir erstmal. Na und dann können wir uns während des Bauens genau überlegen, wie wir vorgehen. Ah! Alter, was bist du, Spider-Man oder was? So, mach mal deine Arme und Beine hier ab. So, rohes Bein gesammelt, sehr geil. Ja, wir klappern da das eine Signal nochmal ab. Also ich glaube da beim Signal, das war ja, glaube ich, ah, nee, das war, pass mal auf hier, das war die Stelle, wo wir, glaube ich, die Schrotflinte gefunden haben. Und die können wir ja jetzt eigentlich nochmal finden, weil unsere hat, haben wir die Virginia abgenommen. Ah, die haben wir Virginia abgenommen. Okay. Naja, dann können wir mal gucken, ob sie noch da ist. Oder ob sie da ist, oder. Also ehrlich gesagt, habe ich schon ganz vergessen, wo sie jetzt überhaupt ist. Also ich denke, also da war sie ja ursprünglich, wo wir sie gefunden haben, da in dem Grab, was wir ausgegraben haben, vom Team B. Dann war sie aber teilweise, nach ein paar Updates, war sie dann im Luxusbunker, bin ich der Meinung. Da lag sie ja auf den Tresen. Und dann war sie irgendwann aus dem Luxusbunker verschwunden. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt wieder ja, in dem Loch, also in dem Grab ist. Da müssen wir nochmal gucken. Hatte ich wieder gerade was gehört? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das waren die Nebenwirkungen von den Tabletten, die ich da genommen habe. So, ach, Baumstumpf, ja. Ja, hier bezüglich Community-Projekt. Ne, da hatte ich ja auch schöne Rückmeldungen von euch bekommen. Na, einige haben mir ja gesagt, das ist echt eine geile Idee. Na, andere wollten dann lieber alleine spielen. Ne, was ich auch okay finde, also ich spiele auch zu, ja, ich sag mal zu 80% spiele ich allein. Ne, aber manchmal, die kennen wir hier noch nicht. Ne, und
Ich sag mal, zum Abschalten, da braucht man das auch manchmal, ne? Weil das kann ich verstehen. Nee, aber das können wir demnächst gerne mal in Anspruch nehmen. In Anspruch nehmen, in Angriff nehmen. Ne, ich habe mir auch schon mal ein paar Anbieter angeguckt, ne, die dort Server anbieten mit genügend Slots für einige Leute. Ne, und also ich hoffe ja, dass ihr auch in ein paar Wochen noch spielt. Aber ich denke, dass man das in diesem Jahr noch hinkriegt, so ein kleines Projekt zu starten. Dass man ja schön zusammen bauen kann. Jeder kann dann da irgendwo seine Base errichten und ja, gegenseitig unterstützen und. Na? So. Na, der hatte nur das. Ja. Also ich denke echt, das könnte echt ganz witzig werden. Na, ich hoffe ja nicht, dass dann einige Trolle dabei sind, ne, die dann da die Base von anderen kaputt machen. Aber man kann das ja irgendwie durch regelmäßige Updates oder so kann man das ja umgehen, dieses Problem, ne? Ja, also irgendwie irgendeine Lösung werden wir da schon finden. Ja, dass man da Updates in gewissen Abständen macht und ja, dass wenn einer etwas zerstört, dass man sagen kann, ja, okay, dann setzen wir das wieder zurück. Na, das war's. Schade. Schade, oder? Das ist wirklich schade. Ja, hier kann man, das kann man echt gerne machen. Dann genauso auch wie Discord-Server, dann kann man auch besser miteinander kommunizieren, wenn man wirklich ja, zusammenbaut. Und dann kann man echt, Leute, wir können dann Großprojekte fertigstellen, ne? Also wir können uns dann wirklich auch größere Sachen vornehmen, die wir dann nicht wie hier innerhalb von mehreren Wochen machen, sondern wenn wir dann halt, ja, ein paar Mann oder ein paar Mann, Schrägstrich, Frauen sind. Obwohl, das sind ja meistens Männer, die ja spielen. Ne, dann kriegt man das ja, glaube ich, deutlich schneller hin. Da lang. Okay, doch da lang. Wir müssen doch hier einmal rum. Und so langsam kriegen wir Hunger. Können ja gleich schon mal beim nächsten See, Schrägstrich Tümpel, bei dem wir ankommen. Können wir einmal Wasser kochen? Nee, zuerst wollte ich gerade sagen, und ein Greg machen, aber ich möchte gerne die Arme und Beine für unsere Möbel aufbewahren. Na, und dann, ja, essen wir Dosenfutter, ne? Wir haben ja genug Katzenfutter dabei. Obwohl, wisst ihr, was ich nicht verstehe? Wir finden überall, also das ist Mysterium, wir finden überall auf der Insel Katzenfutter. Aber ich habe noch nie eine Katze gesehen. Geschweige denn irgendwie den Leichnam einer Katze oder ähnliches. Also das ist mysteriös. Wäre vielleicht mal was für so eine Special-Folge. Irgendwie Mysterien von Sons of the Forest. Und dann die ungeklärten Mysterien. Nee, das waren nur Steine da oben, ne? Oder? Waren das Steine oder ein Haus? Nach und Gollum. Ja, waren nur große Felsbrocken. Alter. Ja. Alter, Quasimodo. Ich hoffe, die lassen uns in Ruhe. Also die können wir klar, die können wir schnell erledigen, aber das ist ein bisschen nervig. Ich will einfach nur nach Hause. Ja, gleich sind wir schon. Achso, ich habe die Geräusche gemacht, ich wollte gerade sagen.
genau, bei dem Bunker, da waren wir. Da waren wir auch lange nicht mehr, glaube ich, ne? Ich glaube, da waren wir lange nicht mehr. Gucken wir einfach mal. Auf jeden Fall, es riecht schon nach Loot, Leute. Es riecht schon richtig nach Loot. Machen wir einmal so. Ja. Die Glühbirnen sollten wir auch gleich wieder voll sein. Wir haben ja schon, wir haben echt viele Glühbirnen gefunden. Gucken wir erstmal in dem Keller, also Keller-Abstellraum. Nur Druckerharz. Ja, Batterien. Okay, Draht ist gut, also Draht brauchen wir auch viel. Oh, und ich würde gerne hier so eine Matratze mitnehmen. Obwohl. Naja, okay, wenn die trocknet, ne? Also. Ich bin da nicht wählerisch. Ja, Glühbirnen sind voll. So, hier noch irgendwas? Nee. Müll. Schade. Ich dachte echt, wir werden hier noch was Nützliches finden oder so, aber. Naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Deswegen auch, glaube ich, die Markierung. Die haben wir, glaube ich, gelassen für. Ja, für uns als Erinnerung, dass wir hier wirklich alles gelootet haben. Ja. Ja, okay, aber dazu muss man sagen, es kann ja auch sein, dass was neu dazukommt. Ne? Dementsprechend kann ich es verstehen, dass wir jetzt nochmal reingegangen sind. So, was machen wir jetzt? Wir essen mal was. Ja, machen wir einmal zwei Dosen auf. Wir machen eine Dose auf. Weil wenn wir gleich pennen gehen, dann haben wir sowieso wieder Hunger. Auch wenn wir uns satt essen würden. Na und, ja, dann haben wir jedenfalls morgen früh noch was. So, ja, das essen wir. Und dann gucke ich mal auf den Zettel. Wie spät haben wir es? 17:43. Ja, da können wir pennen. Da können wir pennen, Leute. So, dann natürlich gleich was trinken und noch mehr essen hier. Ja. Ja, ein paar von euch haben ja auch in den Kommentaren geschrieben, dass ich auch innerhalb einer Höhle speichern sollte. Jein. Also, klar, kann man es und ist mir auch bewusst und würde manchmal auch wirklich Sinn ergeben. Allerdings, ja, also ich habe schon auch ein paar Folgen hochgeladen, wo ich hier mehrfach gestorben bin. Um es in Jugendjargon zu sagen, war das ja absolut Pain. Diese Folgen. Wir haben kein Wasser. Wir haben gar kein Wasser. Das ist doof. Müssen wir dann noch organisieren. Ja, aber ich möchte natürlich ja, auch, sag ich mal, guten Content bereitstellen, beziehungsweise ja, also auch, ich sag mal, eine Folge, wo man 12-mal stirbt, ist natürlich total kacke und ja, das ist kacke. Und sowas würde ich nicht hochladen wollen. Und nee, deswegen, ich speichere immer am Folgenanfang beziehungsweise am Ende jeder Folge. Damit ich, ja, so einen ordentlichen Tonus habe und damit ich weiß, wenn ich einen Spielstand neu lade, ist das gleich der Beginn einer anderen Folge. Ne, weil sonst würde ich da, glaube ich, durcheinander kommen. Ich hatte es, glaube ich, einmal gemacht. Ja, ich glaube, einmal oder zweimal hatte ich so gemacht. Dass ich auch zwischendurch gespeichert hatte, laufen in die komplett falsche Richtung. Na und das war definitiv total nervig. Da musste ich erstmal anhand... Alter! Nein! Alter, fuck! Alter! Die zünden sich gegenseitig an.
Alter, brennst du? Oh, fuck! Ich weiß nicht, ob wir verbrannt oder verdurstet sind. Ja, das ist kacke. Aber zum Glück, es war der erste Tod. Ja, ansonsten würde es natürlich wieder gut ins Bild passen. 31 Minuten, Ende der Folge. Ja. Wäre dann wieder Murphys Gesetz, ne? Aber wir schnappen uns jetzt unsere Tasche. So. Mach uns dann einmal aus dem Staub. Und, wo müssen wir lang? Da lang, glaube ich, ne? Wir müssen nach Norden. Oder? Nein, ich schon wieder in die falsche Richtung. Ich würde sagen, dass wir uns jetzt einmal auf den Weg zum Luxusbunker machen. Und ja, auf dem Weg dahin. Boah, hat er mir echt jetzt nochmal den Medizin abgezogen? Na, egal. Auf dem Weg dahin würde ich sagen, speichern wir denn und ja, spätestens wenn wir da sind, beenden wir dann die Folge, würde ich sagen. Dann machen wir morgen weiter. Auch wenn wir heute nicht so viel geschafft haben, ne, wir haben ja jedenfalls die Location bei den Wasser. Wir haben die Location bei den Yachten ausgekundschaftet. Nein, ich denke mal, das ist schon viel, viel wert. Na, was war das? Ach, ein Busch. Okay. Ne, wir haben wieder die Location ausgekundschaftet und das ist schon ganz geil, glaube ich. Na und, ja, sind jedenfalls schon auf dem Weg zurück. Das heißt also, ich denke mal, morgen werden wir mit den Bauern weitermachen. So. Nee, Greg will ich nicht machen. Na, morgen machen wir dann definitiv mit dem Bauen weiter. Und ich denke, also so ist mein Plan, dass ich, ja, eine Woche lang wirklich nur reine Baufolgen mache. Na, also bis Mitte nächste Woche könnt ihr euch dann so ungefähr vorstellen. Und ich denke mal, dass wir da einige schaffen werden. Also wenn wir jeden Tag wirklich fleißig Stöcker sammeln, dann werden wir auch die Spikes, glaube ich, endlich mal fertig bekommen. Na, und, ja, mit der Seilrutsche können wir vielleicht auch noch weitermachen. Aber erstmal wirklich, würde ich primär vorschlagen, dass wir das Hausboot ausbauen. Ne, dass wir es wirklich erweitern, dass wir die Möbel fertigstellen. Ne, und ja, uns noch ein bisschen um Verteidigung kümmern. So langsam musst du mal reinhauen, jemanden kochen. Ne? Hier, kriegst auch Geld. Ja, also auf jeden Fall, das ist so der grobe Fahrplan so für die nächste Woche. Na und, ja, ich hoffe, es klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Oh, koch schneller, bitte. Ey, wir sterben gleich, weil wir kein Wasser trinken können hier. Alter. Niedrige Gesundheit, finde Medizin. Nein, ich will einfach nur Wasser finden. Wasser reicht ja schon völlig aus. Ja, siehst du? Also ich hoffe ja, dass jetzt kein Kannibale kommt und uns von hinten eine runterhaut. Ah, wieder bessere Energie. Sehr, sehr gut. Auch wenn es dreckiges Wasser ist, wir nehmen das einfach mal mit. Gucken nochmal aufs Navi. Ja, guck ich mal auf die Uhr. Ich denke, bis zum Strand werden wir es noch schaffen. Und dann sind wir schon fast bei dem Luxusbunker. Ich glaube, ich habe hier irgendwie wieder was gehört. Ich bin mir echt nicht sicher. So. Ja. Ja. Ja, hier gehen wir lang. Okay. Jetzt gehen wir wieder halbwegs in die falsche Richtung. Aber ich würde sagen, wir folgen einfach dem Fluss. Wir können sogar auch, wenn das passt, eine Wildwassertour machen.
Ja, ist jedenfalls etwas schneller, ne? Naja, aber wir sind weit gekommen. So. Steck das Ding ein. Sollten wir hier mal hochgehen oder? Nee, ich glaube nicht. Erstmal nicht. Erstmal straight unseren Plan verfolgen. Luxusbunker. Dann danach wieder die Seilrutsche anpeilen. Ne? Weil mit der Seilrutsche sind wir super schnell zu Hause. Und dann ist das Thema gegessen. Dann heißt es erstmal bauen, bauen, bauen. So. Ja, Hunger haben wir auch schon wieder. Dann gucke ich mal. Ja, 36 Minuten. Ich würde sagen, dann würden wir hier an dieser Stelle einmal Feierabend machen. Ich baue schon mal mein Zelt auf, damit ich gleich schön speichern kann. So. Ja. Mach. Mach hinne. So. Dann speichern wir auch mal, bevor ich das vergesse. Mir ist es ja leider schon mehrfach passiert, dass ich, speichern wollte, aber nicht getan hatte und dann gestorben bin. Sehr, sehr ärgerlich, sage ich nur dazu. Ja, also ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Also auch wenn die nicht so spektakulär war wie sonst. Ne, ja, aber war natürlich trotzdem mal wieder ganz gut. Also erst recht nach so einer kurzen Krankheit. Oh, es regnet. Ja. Ne, und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ne, lasst natürlich gerne ein Like da, wenn es so ist. Ne, und abonniert auch diesen Kanal. Ne, wenn ihr da auch mal raufgeguckt habt, wir sind mittlerweile bei 120 Abos, Leute. Ey, das ist echt mega krass. Also die 150 rücken sozusagen in greifbarer Nähe. Und also erstmal vielen, vielen Dank, dass überhaupt so viel Support von euch kommt. Ne, also hätte ich null damit gerechnet. Na, aber vielleicht wäre es ja... Ja, vielleicht knacken wir ja noch dieses Jahr die 150. Das wäre vielleicht schon ganz geil. Also ich glaube nicht. Also ich, wie gesagt, ich hätte noch nicht mal 120 gedacht. Ne? Also, das ist wirklich Wahnsinn. Na, aber gucken. Mal gucken, was passiert. Ne, auf jeden Fall danke, dass ihr dabei gewesen seid. Schaltet morgen wieder ein, 18 Uhr, da kommt die nächste Folge. Und ja, dann habt noch einen schönen Abend. Ne? Ciao.